Meine treuen Hörer melden, dass Spider-Man mutwillig die öffentliche Infrastruktur beschädigt. Er bricht Netzverteilerkästen und andere für öffentliche und private Belange wichtige Anlagen auf. Manche vermuten sogar, dass er nach etwas sucht, aber er nimmt nie etwas mit. Meine Freunde, vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, dass Spider-Man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ein ausgeglichenes Individuum schwingt schließlich nicht als Insekt verkleidet durch die Stadt. Aber jetzt sucht er entweder nach nicht existierenden Dingen, dann wäre er verrückt oder wütet unkontrolliert herum. Und in beiden Fällen ist es an der Zeit, die Männer in den weißen Kitteln mit ihren großen Schmetterlingsnetzen zu rufen. Das macht man doch noch so, oder, Jared? Was meinst du? Das wurde nie so gemacht. Da wurde ihr mal von Jonah heute mal begrüßt hier. Von Jameson. Willkommen zurück zu Spider-Man. Hier ist der Angelus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir machen in der Stadt weiter. Ich bin hier schon so gut wie fertig. Ich habe alles auf 100%. Die letzte Screwball-Aufgabe haben wir hier. Eine Kampfherausforderung. Da nehme ich euch jetzt nochmal mit. Da unten ist es. Und dann mal gucken, was passiert, wenn man die letzte Herausforderung von ihr meistert. Ob man sie wieder dann hinter Gitter bringt. Oder ob sie einfach nur eine Nachricht hinterlässt. Schauen wir mal. So, war ein anderer Anfang heute. Weil er hat gerade seine Radiosendung gemacht. Hat ja auch mal gepasst. So, anmachen. Kampfherausforderung. Auf dem Dach jetzt oder was? Man muss immer bei ihr auch noch zusätzlich Fotos machen. Okay. Geht jetzt was los? Was war das denn? Spider-Man! Was war das denn? Spider-Man! Ja, die haben mich erkannt. Jetzt geht's los. Und ja! Los geht's. Eine gute altmodische Prügelei. Das geht auf jeden Fall viral. Okay, altmodisch. Ich habe keine Angst vor dir. Das ist doch mal so. Dank dieses Takedowns wurden wir weitere 100 Mal geteilt. Mach dich bereit für ein paar Fotobomben. Okay, Foto. Fängt euch an. Schau mal, wie viele von ihnen kommen, um mitzumachen. Ja, ja, ja. Da war das erste Bild und das zweite. Jawohl. Weil die hier alle schön... Ey, ey, ey. Gib mir die Knarre her. Bleiben die jetzt alle hier drin für noch ein Bild, oder was? Bist du lebensmüde? Ja. Dann kann ich dir helfen. Erstmal entwaffnen hier mit einem Bodenstampfer. Weiter so, Spidey. Wir sind in den Fels. Fotobombe! Verstehe sie nicht! Okay, Fotobombe da oben. Getan, stimmt's? Ich muss da schnell hoch. Und die Leute hier drin abfackeln. Komm mal her, hier. Wir müssen ja auch hier reinkommen, Mensch. Mein Fokus ist noch voll. Und Finisher. Jawohl. Bam. Gefällt mir. Und der auch noch. Kann ich noch ein Foto machen? Diese Party muss weitergehen! Irgendwelche meiner Fans glauben, Spidey besiegen zu können, will ich euch da draußen sehen. Im richtigen Moment noch. Oh, Bombe, 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 Bombe. Hiernach werde ich so viele neue Follower. Kommt sicherlich gleich noch eine Fotobombe. Fotobombe, da haben wir sie schon. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Und Takedown. Jawoll, es läuft. So. Noch eine Fotobombe. Ah, ich hab keinen Finisher mehr. Aber ich kann den noch gegen die Wand kleben. Jawohl. Das funktioniert auch. Hey, hey! Wenn ihr gerade erst dazu stoßt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Genau, lasst einen Daumen nach oben dafür das Video heute. Hör jetzt nicht auf! Meine Mensch, Mensch. Liegt auf einem Rekord hoch. Oh, oh, oh. Fotobombe neue. Jawohl, kommt der Finisher wieder. Bam. Treibt die Punkte nochmal gut nach oben. Mit dem Laserpointer im Bild. Wie schön. Hey. Eigentlich habe ich hier noch... Bist du müde, Spidey? Meine Fans sind es nicht. Ich werde gleich müde, ja. Ah, der Sniper muss ja mal weg. Oh, oh, ein Peitschenheinz. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Peitschenheinz. Sei bereit! Oh, oh, da fiel die Fotobombe nicht. Ist doch. Jason! Wo war denn die Fotobombe? Ist sie weg?
Ja, los, komm her. Oh, au! Holy shit. Das holy shit! Doch besser. Dir das oh, ich hasse diese Typen. Oh, wenn du da nicht richtig ausweichst, dann kleben die dir so die Peitsche ins Gesicht. Ich will dir von. Schlag ihn nochmal in die Luft! Meine Zuschauer lieben diese Action! Und Spidey gewinnt Silber bei den Olympischen Psychospielen. Yay! Ein paar Upvotes, ein verdreht. Paar Downvotes. Aber danke allen, die zugeschaut haben. Das war die letzte. Und ich habe die Trophäe auch bekommen. Scarlet Spider 2 Anzug, das gibt es da als Belohnung? Kein. Also, kriegen wir sie nicht wieder hinter Gitter? Ich dachte, da kommt vielleicht noch was, um sie hinter Gitter zu packen. Jetzt habe ich alles auf 100. Aber es gab als Belohnung immerhin einen neuen Anzug. Scarlet 2. Scarlet war ja hier oben der erste. Das hier ist Scarlet Spider 1. Der sieht so aus. Und hier unten ist dann jetzt die Nummer 2. Da. Joa, keine zugehörige Anzugkraft. Ist mir aber ehrlich gesagt ein Tickchen zu rot. So, vom Ganzen her. Aber ist ja auch Scarlet Spider, ne? Die ist ja schon im Namen drin, dass es dann ziemlich rot ist. Naja, wem es gefällt, ich laufe hier im DLC erstmal noch weiter in Schwarz rum. Ich bin beeindruckt, Spider-Man. Meine neue Show ist ein Hit. Warte, bis du siehst, was ich für die nächste Staffel geplant habe. Bis dahin, du hattest das Vergnügen mit Screwball! Ja! Yeah! Okay. Ich wünschte echt, sie würde sich einen neuen Namen einfallen lassen. Warum? So, da ist die Hauptgeschichte. Da geht es dann jetzt weiter. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass die Screwball uns im nächsten DLC wieder weitere Herausforderungen stellt. Dass sich das so durch die DLCs zieht mit der. Na gut. Für zwischendurch. Ein paar Leute verkloppen und so. Warum nicht? Jetzt geht's aber mit der Geschichte weiter. Da vorne ist der nächste Einbruchsort. Wo Black Cat? Ja, auf jeden Fall den Einbruch verübt hat hier. Ist es bei Dr. Strange? Ach nee, das hier ist Dr. Strange Haus. No, mit dem großen Fenster. Es ist aber nicht bei Dr. Strange, sondern hier in der Nachbarschaft. Hat er natürlich nicht mitbekommen, ne? Und da geht's auch los. Die nächste Hauptmission des Black Cat DLC. Schwarzes Kätzchen. So. Ich sehe sie nicht. Felicia, was hast du diesmal getan? Cops haben die ganze Straße abgeriegelt. Wenn ich die Fährte der Katze aufspüren kann, erwische ich sie vielleicht noch. Okay. Der Wachmann scheint verletzt worden zu sein. Von ihr? Vielleicht weiß der Sanitäter, was passiert ist. Quatschen wir mal mit dem. Was ist passiert? Spider-Man, jemand soll ein seltenes Buch gestohlen haben. Ein Buch? Wie geht es dem Wachmann? Eine schwere Photokeratitis. Das ist eine Verbrennung der Hornhaut. Aber er wird wieder. Eine Verbrennung der Hornhaut? Ich muss in der Gasse nachsehen. Wenn Felicia das war, muss ich sie finden. Wahrscheinlich wegen einer von ihren, Blitzgranaten, weil sie wieder geflohen ist. Sorry, mehr kann ich dir echt nicht sagen. Ja, ist okay. Weil du auch gar nichts weißt, ey. Die Tür hier auch nichts? Ich sehe gar nichts mehr. Entschuldigung, kann ich mit dir reden? Nein, da hinten leuchtet was. Okay, hier. Hier ist auf jeden Fall was explodiert. Magnesiumfackel. Die ja, hat wahrscheinlich die Augen des Wachmanns verletzt. Mit Hilfe der Rückstände sollte ich sie aufspüren können. Mit der Magnesiumbombe. Und dann verschwindet sie immer wie ein Ninja. Schon wieder hier, ne? Schon wieder sowas. So, sind immer Dreier-Dinger, Batzen. Nehme ich den noch mit? Nee, ne? Können natürlich den mitnehmen, aber den könnte ich auch für die anderen hier gebrauchen. Ne, da nicht, aber hier. Und dann nehmen wir den noch dahin. So. Weil wir das ja alles im Hauptspiel so gerne gemacht haben mit diesen Rätseln, machen wir es hier einfach nochmal. Voll toll. Lalalala. Den hier nehme ich dann noch rein. Und dann nehmen wir den da. Aluminium. Kaliumperchlorat. Da ist die Spur. Mal sehen, wo sie hinführt. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Ich kann kein Vater sein. Also, im Prinzip schon, aber
Ich sag's MJ, sie wird wissen, was zu tun ist. Sieht nach einem Mitglied der Mauchio-Familie aus. Ich bin ziemlich sicher, dass du nicht der Vater bist. Schaltet ihn aus! Und da kommen wohl seine Brüder. Okay. Schon mal und da gedacht, kommt mein Vito Bro. Wegen so einem Benehmen vermöbelt wurde. Ich kann auch mal mein Bro holen hier. Ich habe es den Ciceros schon gesagt. Ich arbeite nicht für Hammerhead. Und ich bin ein bisschen beleidigt, dass ihr das überhaupt denkt. Die Macho. Jeder andere Mafia-Familie denkt jetzt, ich arbeite für die andere Mafia-Familie, ey. Die sind ja echt nicht ich ganz die Spur. Ich gehe zurück zu meiner Spur. Okay. So, die kam mit ihr Brüder, also habe ich auch mein Spider-Bro geholt. Da war das wieder ausgeglichener Kampf. Das sieht nach Hammerheads-Leuten aus. MJ, na klar. Ich schick dir mal ein Kennzeichen, das du checken musst. Verstanden. Ich lass dich wissen, was ich finde. Hast du's? Ja. Was zum Teufel? Das geheime Buch, oder? Was ist der Stick, verdammt? Sie sagte, sie will ihn Hammerhead persönlich übergeben. Sagte ich nicht, du sollst den Stick besorgen. Ja, aber sie brachte ihm die anderen, also dachte ich... Ich hab dir was aufgetragen. Und du hast es nicht gemacht! Tja, du weißt, was jetzt passiert. Halt! 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 Hey, Spider-Man jetzt ist da. Bin ich so überrascht. Du sagtest, du weißt, was jetzt passiert. Der Boss schickt Grüße. Liebesgrüße aus Moskau, oder was? Werde ich den Boss auch noch mal sehen hier? Das hat wehgetan. Okay, alle geklebt. Jetzt nur noch die Dicken. Oh, da ist noch einer. Einer, der nicht dick ist. Frag es ja nicht. Ist der ausgeschaltet? Ja. Ich lösch dich aus! Na! Ey, ich hatte... Ich kann jetzt nicht mit dir reden, Frau Passantin. Ich habe hier dicke Klopper. So. Einer ist ans Auto geklebt. Sehr schön. Und den hier nehmen wir auch nochmal für die Wand. Bap. Ja, gut ausgeschaltet. Alle kleben. Das ist das alte Buch, aber der Stick ist schon weg, wie wir eben gehört haben. Klasse. Hier, Jungs. Vermutlich überfällig. Ja, das muss zur Bibliothek. Okay, und nun? Haben wir noch eine weitere Spur? Du bist... Spur der Katze abgeschlossen. Du bist wer? MJ. MJ. Black Cat hat einen weiteren Speicherstick. Fehlt nur noch einer. Dann hat Hammerhead die Sticks aller anderen Magier-Familien. Wir müssen rausfinden, was da drauf gespeichert ist. Und es gibt da noch etwas. Da ist eine Sache. Wahrscheinlich keine große Sache, aber vielleicht ja doch. Eine kleine, vielleicht große Sache. Hör auf, um den heißen Brei zu reden und komm zum Punkt. Okay. Felicia arbeitet für Hammerhead, weil er ihren Sohn entführt hat. Ha, wusste gar nicht, dass sie einen hat. Naja. Klingt aber definitiv nach etwas, das Hammerhead tun würde. Da gibt es noch etwas. Du weißt, dass wir früher mal zusammen waren. Na und? Oh. Oh. Oh, ist das dein Ernst? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber es kann schon sein. Yeah. Ich muss jetzt auflegen. Oh ja, ich glaube auch. Also gut, sie ruft zurück, wenn sie sich beruhigt hat. Ich glaube nicht. Oder? So, jetzt müssen wir warten, bis die nächste Mission wieder auftaucht. Ich werde ein wenig auf Patrouille gehen, um meinen Kopf frei zu bekommen. Aber erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeit zu verbessern. Wir haben ja halt nichts mehr zu tun. Weil ich wieder so fleißig war und schon alles fertig habe. Ich hoffe, das Spiel schnallt das. Ich kann ja noch nicht mal mehr irgendwie Verbrechen machen oder sowas. So. Leute, ich schwinge hier noch ein bisschen rum. Und wenn sich die dann meldet, dann schneide ich das Video und dann geht es dann weiter. Hi, Peter. Malz hier. Ich habe mich gefragt. Warte, passt das gerade nicht? Nein, alles okay. Was gibt's? Oh, nichts. Also... Warte, machst du gerade Spinnensachen?
Ein bisschen, ja. Echt? Was denn? Also was genau? Du meinst, was ich im Augenblick mache? Jetzt gerade? Ja, es sei denn, du findest das irgendwie gruselig oder seltsam oder so, ja. Wahrscheinlich ist es das. Ich kling bestimmt wie ein Stalker oder so. Miles, alles gut. Worüber wolltest du denn reden? Nichts. Tut mir leid. Es kann warten. Ich ruf später nochmal an. Da hat sich ja Miles mal kurz gemeldet über Telefon. Der ist bestimmt auch noch dabei, seine neuen Spinnensachen zu erforschen. Aber komisch, dass er nichts gesagt hat. Dann meldet er sich wohl später nochmal. Aber was immer noch nicht aufgetaucht ist, ist die Hauptmission. Die ist immer noch nicht da. Ich muss noch weiter schwingen, bis ich hier die Zeit rumgekriegt habe. Hey MJ. Das Wichtigste zuerst. Begib dich zu dieser Adresse. Das ist der letzte bekannte Unterschlupf der Costa-Familie. Wahrscheinlich haben sie den letzten Speicherstick. MJ, hör zu. Nein, du hörst jetzt mal zu. Ich habe in unserem letzten Gespräch etwas überreagiert. Ach was, überhaupt nicht. So hätte ich doch auch reagiert. Wir waren zu der Zeit nicht zusammen. Und ich habe ja auch andere gedatet. Stimmt, halt. Andere? Also in der Mehrzahl? Der Punkt ist, wir sind erwachsen. Und ein Kind befindet sich in Gefahr. Also kümmern wir uns um seine Rettung. Ich verdiene dich nicht. Ich weiß. Ich glaube, ich weiß, was auf den Sticks ist. Vor Jahren einigten die Familien sich auf eine gemeinsame Buchhaltungsdatenbank, um den Frieden zu wahren. Sie lagern alle ihr Vermögen an einem Ort. Zudem sie nur mit allen 5 Sticks Zugang haben. Also entführt Hammerhead Blackheads Sohn? Und zwingt sie dazu, die Sticks zu stehlen, damit er an das Vermögen der anderen Familien kommt. Hammerhead versucht schnell reich zu werden und die anderen Familien damit in den Ruin zu treiben. Wir müssen den letzten Stick finden, bevor er es tut. Ich bin dran. So ist es also. Also, ihr habt's gehört. Das ist also der Plan. Das ganze Vermögen von allen Familien ist an einem Ort. Und die Sticks sind der Schlüssel dafür. Und hier haben wir es auch schon. Jo, und ich bin da. Ladebild. Felicia, wir müssen reden. Oh, ich vermisse unsere Gespräche. Aber ich muss weg. Da! Oh Mann, oh. Hat ja noch Blitzgranaten. Hinterher. Oh, nix geht. EMP. Sie hat meine Netzschießer mit einem EMP kurz geschlossen. Dann mache ich das wohl auf die altmodische Weise. Ja, super. Parcoursverfolgung. Ich will nur helfen. Dann verschwinde. Wenn Hammerhead deinen Sohn hat, schaffst du das nicht alleine. Warum nicht? Ich habe alles andere alleine geschafft. Ich meine, das musst du nicht. Ich glaube, sie weiß Warum gar nicht, dass... Warum vertraust du mir nicht? Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Hast das lange her. Hast gerade deine eigene Frage beantwortet, was? Ja. Felicia, warum Mach hast du darüber nicht mit mir gesprochen? Weil es nicht dein Problem ist, sondern meins. Und ich kümmere mich drum. Vielleicht sehe ich es ja gar nicht als Problem. Es sei denn, du sprichst von dem Bandenkrieg. Der ist definitiv ein Problem. Gib auf, Spinne. Ich komme allein. Ich hab sie. Oh, oder auch nicht. Eine Bombe. Was? Noch eine. Noch eine MP-Bombe. Die hat aber auch ganz schön krassen Anzug an. Also auch wegen an der Wand springen und sowas. Die Netzschießer sind wieder online. Ja, super. Muss ich durch die Bahn schwingen? Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Wow. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Ja, ja, ich habe auch gar nicht gesagt, dass... Okay. Natürlich ist es deiner. Meiner ist es nicht. Hoffe ich jedenfalls. Hartnäckige kleine Spinne. Ich will doch nur reden. Boah, hier zu schwingen, das kriege ich gar nicht hin, ey. Bist du immer noch da? Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Jetzt wächst du mein Interesse. Boah. Hilfe. Okay, das war's. Boah, hier drin zu schwingen ist voll kacke, weil du kannst nicht richtig schwingen, weil das ist jetzt viel zu niedrig und dann knallst du immer gegen die Wände und du musst dich mit ganze Zeit mit diesen anderen Netzscheiß da nach vorne schießen und das ist ein Rumgeklicke hier, ey. Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie?
ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Komm schon hoch. Ja, komm, nee, da... Da war nichts mehr da, wo ich meine beiden Dinger ranschießen konnte. Um da schneller hinterher zu schwingen, ey. Warum ausreden in den U-Bahn-Tunnel? Warum kann ich mit nicht. Warum kann er sich nicht so ein lang Dings Netz schießen? Die Schießer gehen endlich wieder. Um dann direkt. Zeit zum Netzangriff! Um dann direkt an die Bahn zu kleben. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh. Holy shit. Hartnäckige kleine Spinne. Ich will doch nur reden. Bist du immer noch da? Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Jetzt weckst du mein Interesse. Ich will nicht mehr. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Na, er hatte dich schon, Babe. Ich muss näher ran. Ja, das stimmt. Such mich nicht. Es geht über Dächer, ey. Wieso ist die so krass mit dem Anzug? Runter, runter, runter. Sie ist auf den Schienen. Nee, sie ist nicht mehr auf den Schienen. Holy shit, ich bin zu weit. Hab ich dich? Nein. Wo der Flummi? Ja, eins. Hey! Hör auf, wegzulaufen! Ach, jetzt muss ich sie anschießen mit den... Oh, okay. Ich muss sie mit den Netzschießern erwischen. Warum spinnst du mich ein? Weil ich dich aufhalten will! Ich dachte, du magst es, eingespunden zu werden. Hab sie. Hab ich sie ja nicht getroffen? Oh, die ist ganz oben auf dem Dach. Schön mal hoch. Eine Bombe. Oh. Flinke kleine. Sie darf mir nicht schon wieder entkommen. Ich muss nur noch näher ran und dann ist das vorbei. Das sagst du jetzt. Oh, wo ist sie? Oh, Alter, die ist so schnell. Die ist so schnell, ey. Und. Jawohl, jetzt habe ich sie. Dreieck in your face. Glaube ich. Komm schon. Aua, das war eine harte Landung. Sei ein Gentleman. Können wir uns jetzt normal unterhalten? Für mich fühlt sich das schon normal an. Ich weiß, was auf diesen Sticks ist, die du stiehlst. Zieh dich an. Muskeln und Köpfchen. Du darfst Hammerhead nicht den letzten Stick geben. Sobald er hat, was er will, wird dein Sohn keine Rolle mehr spielen. Lass mich dir helfen. Was sollen wir tun? Halt ihn hin. Dann haben wir mehr Zeit, deinen Sohn zu finden. Hab dich vermisst. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Aber nicht so. Schade. Okay. Ich kann uns höchstens ein paar Tage Zeit beschaffen. Also, wegen deines Sohns. Kann es sein, dass ich... Später. Finden wir zuerst meinen Sohn. Danach können wir in Ruhe über alles reden. Man sieht sich, Spinne. Die sehen doch elegant zusammen aus, ey. MJ wird mich umbringen. Ja, ja. Das stimmt. Und wenn ich sie, dann irgendjemand anders... Meets, Trophäe. Hey,
du sie geschnappt? Nein. Ja, sie wird Hammerhead hinhalten, während wir alle nach ihrem Sohn suchen. Hat sie dir gesagt, ob du... Nein, hat sie nicht. Natürlich nicht. Bist du sicher, dass sie dich nicht hinters Licht führt? Ich kenne sie. Sie würde nicht für jemanden wie Hammerhead arbeiten, wenn sie nicht muss. Okay, ich checke mal das Kennzeichen, das du mir geschickt hast. Ich lass dich wissen, wohin es führt. Dankeschön, puh, okay. Mir geht langsam die Kraft aus. Zeit für eine kleine Stärkung. Eddies Pizza. Eddie, hier ist Spider-Man. Spidey, du klingst hungrig. Du weißt schon. Einmal das Übliche, mit extra Salami. Mach ich dir. Wünschst du Dachlieferung? Ja, bitte. Dasselbe Dach wie letztes Mal. Gib mir ein paar Minuten, meld mich, wenn sie fertig ist. Es gibt eine Dachlieferung bei seinem Pizzaservice? Während ich auf Eddie warte, sehe ich nach, wie die Lage in der Stadt ist. Okay, wir müssen also jetzt erstmal wieder in der Stadt erkunden. Das heißt, ich schwinge ein bisschen rum und warte, bis die Pizzabestellung da ist. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter hier mit Spider-Man. Richtig interessante Folge heute, sehr amüsant. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge hier bei Spider-Man. Macht's gut.